Zurückhaltung. Wie? Fällt dir jemand ein, der eine Menge Zurückhaltung hat, Esther? Hm, lass mich nachdenken. Es muss doch jemanden geben. Wir können versuchen, jemanden mit der Fiole zu finden. Aber das ist eine verdammt große Stadt, Mann. Fragen wir mal in den Läden rum, ja? Gute Idee, Tröpfchen. Der Ladeninhaber kennen alle Leute in der Stadt und hören alle Geschichten. Nicht wahr? Prima. Dann klappern wir die Läden ab. Ja. Oh, stimmt das? So. Man hat sie also in den Platz gelassen. Und worüber haben sie geredet? Ist das wahr? Gut, ich halte dich auf den Laufenden, was dort drin abgeht. Und meine Bezahlung? Mach dir keinen Kopf, du kriegst deine Belohnung schon. Mit unserem nächsten Treffen ansteht, habe ich bestimmt was Nettes abgestaubt. Heißt das, du wirst etwa stehlen? Nein, nein, so ein Quatsch. Das ist nur so eine Redensart. Aber jetzt konzentriere dich auf deine Aufgabe, okay? Du musst für mich Augen und Ohren offen halten. Enttäusch mich nicht. Ja, schon wieder. Wir müssen jetzt überall klappern. Jetzt haben die alle so ein Leuchten. Ich gehe jetzt erstmal direkt hier hin. In den Uhu-Laden. Haben die jetzt eine Quest? Kann das sein? Hallo, wie kann ich euch heute helfen? Habt ihr versucht, Barbane mit Milch und Joghurt zu mischen? Das ist besonders beliebt hier in Alcovert. Habt ihr versucht, Barbanen, Milch und Joghurt? Okay. Falls Ihnen irgendjemand einfällt in der Stadt, der hier viel Zurückhaltung fällt Ihnen irgendjemand ein, der Zurückhaltung eine seltsame Frage, aber ich werde die Antworten. Alle Menschen der Wüste haben Zurückhaltung im Überfluss. Sie brauchen sie bei der brütende Hitze. Schätze, sie ist nicht so ganz. Sie hat nicht ganz Unrecht, aber hilft uns nicht weiter. Sicher, Tröpfchen. Aber sie hat mir wahrscheinlich ein Rezept gegeben. Experimentieren. Barbanen, Milch und Joghurt. War das das? Eisbecher. Ich habe das Gefühl, dass man erstmal den Joghurt herstellen muss, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Sagt die nochmal was anderes? Baban, was mit exotischen. Hat sie vielleicht irgendwas? Joghurt! Salat. Nein. Nicht so viel. Ich will jetzt nicht so viel ausgeben. Eisbecher. So, probieren wir das jetzt einfach mal. Barbanen. Ist die Frage, ob alles einzeln ist. Und Joghurt. Und nichts. Joa. Keine Ahnung. Ich bin überfragt gerade, wie das mit der Alchemie funktioniert. Ob es tatsächlich, sagen wir mal zwei Barbanen, Milch und zweimal und so. Gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich funktioniert. Aber da ich nicht weiß,
was es ist, dann wird es schwierig, ne? Muss ich alles herausprobieren. Wie geht's? Wir suchen eine Person mit zurückhaltend. Ist eine Elze im Juweliergeschäft? Fällt dir irgendwas ein? Du suchst was. Oh, du meinst, du suchst nach jemandem, der hochfliegenden Trieben unterstützen? Wenn ihr nach jemandem suchen würdet, der seine Begierde nicht unter Kontrolle halten kann, könnte ich euch flugs aushelfen. Ehrlich, einige der Wünsche, die aus dem Palast rübergeschwitzt kommen, sind... Entschuldigung, das war taktlos von mir. Das ist nicht enttäuschend. Ich dachte, wenn es einen Ort gäbe, brandheiße Infos finden würde, hier, dann hier. Na, okay. Auch ein... Ja gut, wir wissen ganz genau, wohin, aber ich möchte mir die anderen auch nochmal anhören. Oder anlesen, zumindest. Gucken, wo ich da hin muss. Im Waffenladen. Gehen jetzt aber trotzdem erstmal zur Katzenlady. Sicher ist sicher. So, gucken, was die so sagt. Oh, ihr seid mir euch wieder da. Was für eine Überraschung. Es tut mir so leid wie neulich. Oh, das ist schon okay. Ich bin eigentlich hier, um sie etwas zu fragen. Fällt Ihnen irgendjemand ein, der zu viel Zurückhaltung besitzt? Zurückhaltung? Vielleicht. Natürlich. Die Sauna ist hier heiß, um die Zurückhaltung aller bis auf mir das Äußerste zu strapazieren. Dort findet ihr bestimmt jemanden. Soll ich euch einen Platz reservieren? Mit einem Mehrgemblick überfliege ich kurz die Reservierungen. Okay, die hilft uns auch nicht weiter. Sicher, wir sollten zuerst mit den anderen gucken. Machen wir. Gut, jetzt müssen wir nur noch zum Waffenladen und das ist natürlich das Richtige, weil es ja auch schon markiert wurde. Auf. Okay. Grrr. Ihr seht besorgt aus. Nun, wenn ihr nach Ausrüstung sucht, die robust genug ist, um das raue Wüstenklima zu überstehen, dann seid ihr hier richtig. Eigentlich wollte ich sie etwas fragen. Wir brauchen jemanden, der viel Zurückhaltung, aber niemand scheint so jemanden zu kennen. Ihr müsst ihn an der falschen Stelle suchen. Wenn ihr Wenn ich keinen Vogel habe, kenne ich genau die richtige Person. Oh, wirklich? Wer ist es? Bitte, Sie müssen uns es sagen. Abula natürlich. Wenn ich seine Geduld hätte, würde ich mich ganz schön aufplustern und damit in der Gegend, in der ganzen Stadt angeben. Abula? Ganz genau. Ein kleiner Vogel hat mir eine Geschichte über ihn zugezwitschert. Es liegt nun schon ein paar Jahre zurück. Eines Tages beschloss die Kuhliefin aus heiterem Himmel, dass sie nicht eher zufrieden sein würde, bevor sie nicht alle Käsesorten der Welt gekostet hat. Käse. Sie ist wohl wirklich genau die Frau Layla was? Also genauso wie Frau Layla. Abula brach unverzüglich auf, um nach ihnen zu suchen. Er durchquerte Wälder und Meere, trotz schrecklichen Schneestürmen und musste mehr als einmal federn lassen. Doch am Ende kam er nach Hause und zwar mit einem Karren, der bis oben hin mit jedem erdenklichen Käse gefüllt war. Das muss zum Himmel gestunken haben. Das nenne ich persönliche Zurückhaltung. Und zu allem, was recht ist, der braucht er auch, wo ihre Majestät ihm doch ständig ans Ohr krächzt. Verdammt, das ist ganz schön beeindruckend. Er hat alles getan, sein Leben zu riskieren und so, nur damit ihre Wuchigkeit den Happen zu essen bekommt. Schick, ich denke, wir haben unseren Mann gefunden, Olli. Dufte, wir sollten gleich zu ihm. Okay. Wir hatten die ganze Zeit denjenigen vor unserer Nase. Auch gut. Dann ab zum Palast und entnehmen Zurückhaltung und geben das dann der Kuhliefin. Wundervoll. Mal schauen, was wir dann bekommen.
Und wir können es einfach so rein spazieren. Das finde ich gut. Und die ist schon sehr groß. Sehr, sehr groß. Ah, jetzt leuchtet es auch. Herr Apollo, wir haben von jemandem mit, ganz viel Zurückhaltung gehört. Wirklich? Das sind ausgezeichnete Neuigkeiten. Sag mir, wer ist es? Sie sind es. Ich? Aber das ist unmöglich. Ganz im Gegenteil, wirf mal einen Blick auf Olifiole. Die glüht wie verrückt. Würden Sie uns ein bisschen von Ihrer Zurückhaltung borgen, Herr Apollo? Also, ich, natürlich dürft ihr. Für eure Majestät tue ich doch alles. Was muss ich tun? Da ist nichts dabei. Lehnen Sie sich einfach zurück und denken Sie an Alkoweit. Na? Jetzt mach schon, Olli. Sicher, los geht's. Und eine neue Form. Zurückhaltung bekommen wir. Und es ist hellblau. Schick, alles erledigt. Schon vorbei und das ist wirklich genug, um dafür zu sorgen, dass ihre Majestät wieder zu sich selbst findet. Ganz bestimmt. Gut, dann. Köstlicher Käse. Berge an köstlichen Käse. Und alles für uns. Die hat ja nichts als Kissenkopf verflixt. Träumt sogar von dem Zeug. Schnell, Olli. Zauber sie wieder auf Vordermann, ja? Jawohl. Herz schenken. Zurückhaltung. These humble servants made your Majesty's ailing heart whole again. I pray that our beloved Caulifla's most generous appetite has now abated. Well, now, we still wish to enjoy the finer things in life, of course. But we have come to feel that a measure of gastronomic restraint may serve to set a good example for our dearest subjects. Your words are music to the ears of your people. Al-Mamun can return to its former magnificence. Indeed it can, and we are simply itching to return to our labors. Munificent Caulifla, should these humble servants not be rewarded for their services to Al-Mamun? Indeed they should. Boy, is there something you desire? Yes, Your Majesty. If it's not too much trouble. Well, what is it? We'd like to borrow your ship. Ship? Ooh, a little floaty wooty. Yes, of course. But of course you may borrow it. It is of little use to us. We will write a letter to the captain, ordering him to help you in any way he can. You will? Gee! Thank you, Your Majesty. Tidy! The boat is in the bag.
why in the world would a dear little thing like you have need of our floaty-woaty? Here. Thank you, Your Majesty. Well, we asked you a question, did we not? Well, Go on, man. Okay. We need to find one of the great sages. The great sages? Yes, we are aware of them. Abul, we know of them, do we not? Indeed, most learned Khalifa, but little has been heard of such men since the magical arts fell from favor. Why do you seek the great sages, travelers? We need their help. We need their power to defeat Shaddar. What? Is something wrong? We are not unamused. But we can see that you speak in earnest. Very well. We will tell you what we know. You will? I can't wait to hear it. There were once four great sages. We understand that one of them was defeated by Shaddar. Mom. Ah. But we know of one who did not perish. You do? Well. He lives in the land of Hamlin, a detestable and warlike realm. But he is a handsome young thing. We even keep a picture of him. Abul! Crikey, sounds like she's got a bit of a crush on the poor lad. So this is one of the great sages, huh? That's a clue and a half, that is, Ollie boy. There's lucky. Now, before you take your leave, we shall teach you some magic to aid you on your journey. Really? You're a wizard too, Your Majesty. Well, not a fully fledged wizard, perhaps, but we royals all know a few select spells. King Tom undoubtedly has a trick or two up his own kingly sleeves. He sure does. He taught me some real neat magic. How quaint. We hope that you will find our own still neater here. Oh, yeah, man. That's a cracker, that is. A real classic, like. It's your lucky day, Oliver. Yeah. May it serve you well. Do be careful out there now, won't you? Yes, Your Majesty. Thank you, Your Majesty. Damit haben wir das jetzt endlich geschafft. Ich dachte, ich muss jetzt alles vorlesen. Gut, dass das synchronisiert wurde. Das könnte eigentlich hier öfters passieren. Um ehrlich zu sein. Ich finde das schon manchmal schade. Die hatten wohl nicht mehr genug Budget, um die ganzen Stunden zu bezahlen für die ganzen Synchro. Ich gehe davon aus. Es wird ja nur teilweise synchronisiert, leider. Schade, schade. Aber gut.
Wir haben jetzt den Freibrief und haben ein Porträt von einem, ja, Jungen, wie es aussieht. Aber für mich sieht das irgendwie auch teilweise wie ein Mädchen aus momentan. Mal schauen. Und wir werden wahrscheinlich auch eine neue Quest haben wegen Zurückhaltung. Oder sonst irgendwie was. Hier jetzt der zum Beispiel. Wartet auf jemanden? Er braucht bestimmt Zurückhaltung, weil er jetzt warten möchte. Willige ein, nach den Traum des Jungen zu suchen. Achso. Verlangen, ich würde ja selbst nach den Nachzüglingen suchen, aber ich kann hier nicht weg, sonst bin ich nicht da, wenn sie zurückkommen. Insgesamt 3 meiner Vögel sind noch nicht zurückgekommen. Sie müssen allerseits... Achso, das ist quasi... Okay, das ist quasi wieder, wie das mit diesen Jungen, mit den 3 Jungen. Irgendwo in Alcool sind wohl diese Vögelchen unterwegs. Ja. Hier zum Beispiel einer. Hey, dieser Vogel ist der... Seht ihr an, Mann? Die Traube hat überhaupt keine Angst vor Menschen. Ach, die Taube, nicht Traube. Die Taube, gut, versuchen wir... Tja, weiß ja, für Zeit anzuwenden, die Kuh von... die gegeben hat, klar. Ballast. Wir haben Naturnähe. Erlaubt es Zaubern, mit Pflanzen und Tieren zu sprechen und sogar ihre Hilfe in Anspruch zu nehmen. Achso, hier. Ah, ich habe große Angst, als ich nicht nach Hause konnte. Ich will nicht vergessen werden. Was? Vergessen werden? Wie meinst du das? Ah, Rüdiger, du verstehst mich? Aber du bist ein Mensch. Das stimmt, ich bin und dein Herrchen hat mich gebeten, dich zu finden. Wirklich? Hat er wütend ausgesehen? Das letzte Mal, als ich zu spät war, hat er gesagt, er würde mich essen, wenn es jemals wieder passiert. Er ist bestimmt nicht so gemeint, kleiner Vogel. Er war wahrscheinlich nur sauer, weil du nicht von der Arbeit zurückgedrückt hast. Ja, scheint sich große Sorgen um dich zu machen. Glaubst du wirklich, Naro? Danke, dass ihr gekommen seid. Okay, damit haben wir ihn. Ein Vögelchen zurückgebracht. Okay, gut zu wissen. Aber gut. Das war's auch wieder mit der Aufnahme von Ni no Kuni. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr natürlich eine positive Bewertung da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also nichts verpassen, immer wieder einschalten. Wir sehen uns. Bis dann.